Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen hier im Filmmuseum zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Ausnahmsweise stehe ich auch mal vor dem Film hier vorne. Nach dem Film werde ich mich mit Aysche Pollert unterhalten über den Film. Kurz zu der Reihe für die wenigen, die es nicht kennen. Einmal im Monat zeigen wir hier ein herausragendes Werk aus der deutschen Landschaft, deutschsprachigen Film. Heute Im toten Winkel von Aysche Pollert. Aysche Pollert ist sozusagen eine alte Bekannte. Sie war vor 20 Jahren in der 6. Veranstaltung von Was tut sich im deutschen Film mit ihrem Film En Garde. Und das ist nicht so häufig, dass Filmemacher zweimal oder noch mehr dreimal kommen, sodass heute dieser Film in vielfacher Hinsicht etwas Besonderes ist. Und Sie können sich freuen, wenn Sie ihn noch nicht kennen, auf eine wirklich spannende Vorführung. Und jetzt begrüßen Sie mit mir Aysche Pollert. Ich überreiche dir direkt das Mikrofon und gebe dir die Chance, vor dem Film noch ein paar Worte dazu zu sagen. Ja, hallo erstmal. Ja, schön, dass Sie da sind. Bei so einem schönen Wetter dachte ich schon, wenn noch Leute kommen, aber ich bin ganz froh, das ist ganz gut besucht. Ich will gar nicht so viel sagen, weil danach findet das Gespräch statt, aber ich habe eine Empfehlung und diese Empfehlung hat sich bei der ganzen Kinotour so als hilfreich gezeigt. Nicht zu viel nachdenken, einfach den Bildern vertrauen. Das Unbewusste wird es zusammenbringen und wenn nicht, bin ich anschließend da und kann dann die Fragen beantworten. Ich wünsche erstmal viel Spaß beim Gucken. Bis später. Damit Film ab. Vielen Dank. So, begrüßen Sie nochmal Aysche Pollert, die Regisseurin des Films. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein, das wollte ich noch erwähnen. Ich bin hauptberuflich beim Hessischen Rundfunk HR2 zu hören und nebenberuflich bei EPD Film, der führenden Filmzeitschrift Deutschlands. Dankeschön. Wir werden jetzt eine halbe Stunde miteinander reden und dann können Sie Ihre Fragen stellen. Wenn man so über den Film liest, dann fällt immer wieder der Begriff Mystery Thriller. Ich fand das ganz interessant. Wie stehst du zu dieser Bezeichnung? Ach, ich finde die eigentlich ganz gut, weil das war für mich ja immer wichtig, als ich das Drehbuch geschrieben habe, wie ich das erzählen kann. Und ich wurde inspiriert von den Samstagsmüttern. Das ist, ich habe eine Zeit lang in Istanbul gelebt und die Samstagsmütter demonstrieren jeden Samstag seit 1995 mitten in Istanbul in der Einkaufsstraße. Und das sind Mütter, deren Söhne in den 90er Jahren von der Antiterrorgruppe des türkischen Geheimdienstes entführt worden sind. Und immer wenn ich an ihnen vorbeigegangen bin, hat mich das sehr berührt. Und dadurch, dass ich alevitisch-kurdische Wurzeln habe, habe ich natürlich von Anfang an eine ganz andere Sensibilität zu dem Thema. Und immer war mir klar, ich will darüber was machen, aber es war mir auch irgendwie klar, nicht nur die Opferseite zu zeigen, sondern auch die Täterseite zu zeigen. Und in dem Moment, wo man diese Täterseite zeigen möchte, war es für mich auch ganz klar, dass ich ein Genre benutzen muss. Ein Genre, um dem gerecht zu werden. Und vor allem auch, es geht ja viel um das Unsichtbare, das, was in den toten Winkel verdrängt worden ist. Und um dieses Unsichtbare, das birgt auch so was Unheimliches. Und da war so ein Mystery-Thriller, Mystery irgendwie als Genre passend, um das einzufangen, worum es in dem Film natürlich geht, um dieses, wie das über Generationen hinweg, dieses Trauma weitergegeben wird. Aber das Mystery nimmt dem Film so ein bisschen die politische Dimension. Also oft wird er gesagt, Mystery Polit-Thriller. Ja, ist das schon besser? Ja, also ich denke, die politische Dimension ist da und ich denke, das, was neu ist, halt, dass man dieses politische Thema in so einem Genre einfängt. Du beginnst ja deinen Film mit einem deutschen Filmteam, das einen Dokumentarfilm quasi gegen das Vergessen drehen will. Also über diese Fälle, die du gerade erwähnt hast, der demonstrierenden Mütter oder eben der Mütter, die die Erinnerung an ihre entführten Söhne aufrechterhalten wollen.
Glaubst du, dass Film ein Speicher für Erinnerung sein kann? Ich denke schon, dass natürlich Film bestimmte Themen, bestimmte Gruppen und Themen sichtbar machen kann, wie es auch dieser Film tut. Das ist eine Möglichkeit, Sachen zu dokumentieren und festzuhalten und dadurch so ein, und das ist ja schon ein politischer Akt eigentlich, dass man eben bestimmte Themen, die verdrängt werden, aufzeigt. Das ist ganz interessant. Es gibt diese Szene, wo der Kameramann sagt, ich drehe noch mal eben den Sonnenuntergang, den machen wir dann in den Zeitraffer. Und sie sagt, was soll ich denn damit? Das heißt, der Dokumentarfilm ist zu ernst für kitschige Emotionen? Ja, also man muss natürlich sagen, dass sie haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Also es war die Dokumentarfilmemacherin, die sehr politisch ist, sehr bemüht ist, was zu vermitteln. Und dieser Kameramann, der wirklich nur an Bildern interessiert ist, das war natürlich so, nochmal so diesen westlichen Standpunkt nochmal zu verdeutlichen und auch diesen Konflikt zwischen den beiden nochmal aufzuzeigen. Ich glaube, dass der Kitsch, den er meint, auch so etwas gar nichts kollidiert mit dem Thema eigentlich, sodass sie sich dagegen aufbäumt und sagt, das kommt gar nicht in Frage. Ich fand das nur interessant, dass sie so radikal ist gegenüber Szenen, die eigentlich keine politische oder keine inhaltliche Bedeutung haben, sondern eher eine emotionale. Die Frage wäre natürlich, ob ein Sonnenuntergang emotional ist, da könnten wir noch drüber streiten, aber vor allem geht es ja darum, dass er Bilder erzeugen möchte, die ja einfach nur schön sind, die Oberfläche sind und eigentlich nicht mit dem Inhalt zu tun haben und das will sie die ganze Zeit vermeiden. Das Mysteriöse, um da nochmal drauf zurückzukommen, kommt ja in verschiedenen Ebenen vor, natürlich in der Figur der kleinen Mollat, aber vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie die Mutter die Erinnerung an ihren Sohn aufrechterhält, beziehungsweise die Hoffnung, dass er tatsächlich irgendwann mal zurückkehren würde, indem sie das an die Suppe bindet. Also da ist Erinnerung, wird da auch ganz konkret an einen Gegenstand, an eine Handlung, dieses Suppekochen gebunden. Ja, und es ist ja auch der Grund, warum die Simone hinfährt, weil sie natürlich mit diesem so ein Denkmal setzt und dass sie einfach versucht, aus diesem traumatischen Erlebnis was Positives zu holen. Und indem sie diese Suppe kocht, was Positives macht, erinnert sie nicht nur sich selber an den Sohn, sondern auch das ganze Dorf wird daran erinnert. Dadurch wird er am Leben erhalten. Und gleichzeitig hat sie irgendwie die völlig irrationale Hoffnung, er könnte doch zurückkehren. Das zeigt nochmal, dass sie noch nicht abgeschlossen hat. Das ist einfach in dem Moment, solange sie nicht weiß, dass der Sohn tot ist und die Gebeine nicht gesehen hat, kann sie auch nicht abschließen. Und das ist auch genau, führt wieder zu den Samstagsmüttern, die einfach nicht abschließen können, weil sie einfach nicht wissen, wo die Leichen liegen. Du hast öfter schon in deinen Filmen das Schicksal der kurdischen Minderheiten in der Türkei thematisiert. Du hast gerade gesagt, du hast selbst alevitisch-kurdische Wurzeln. Glaubst du, dass es in absehbarer Zeit eine Lösung der Kurdenfrage in der Türkei geben wird? Ich glaube eher nicht. Ich denke, dass es eher schlimmer geworden ist, als es war. Also ich denke leider nicht, aber ich hoffe natürlich, und ich meine, der Film sagt es auch, die Kleine, das Mädchen ist ja eine Form von die Zukunft und das ist die Zukunft und der Jugend, die einfach die Verantwortung tragen, eine Lösung zu finden, weil sie einfach wissen, dieses Verdrängen nicht weiter hilft. Und deswegen kann ich sagen, dass ich schon meine Hoffnung darin besteht, dass die neue Generation damit anders umgeht und das anders verhandeln wird, als es die andere Generation gemacht hat. Ja. Auch dieser Film thematisiert natürlich die Frage von Identität. Im Vordergrund aber steht ein, wie auch immer, türkischer Überwachungsstaat. Was für Erfahrungen liegen dem zugrunde? Es ist jetzt hier ganz konkret, es spielt in der Türkei und so, aber für mich war natürlich auch wichtig, auch in dem Moment, wo ich auch Genre benutzt habe, dass dieses Universelle anzusprechen, dass man alle autokratischen Staaten nehmen kann, die eben sich aufrechthalten, indem sie das andere ausschließen und sich über das Ausschließen des anderen und Vernichten des anderen definieren und alles kontrollieren wollen und dass dieses
Kontrollsystem irgendwann anfängt, sie selber aufzufressen. Das war so für mich das auch wichtig, auch eine Form von Genugtuung nochmal zu sagen. Also ja, oft hat man das Gefühl, weil sehr ultranationalistischen Leuten, da kann man keine Empathie mehr erwarten, die ist einfach nicht vorhanden. Aber man kann sagen, schaut auf euch, dieses System wird irgendwann euch selber auffressen. Das war für mich, fand ich so meine Genugtuung, das so darzustellen. Und ich fand schon auch, dass, also ich fand es prägnant, dass die Überwachenden irgendwann natürlich auch sich selber gegenseitig überwachen müssen, um der Logik ihrer Bespitzelung zu folgen, dass aber dann derjenige, der überwacht wird, so naiv ist und das nicht voraussieht, sondern in die Falle sozusagen der Überwachung hineinläuft. Also da ist auch eine gehörige Form von Naivität dabei. Naja, das ist natürlich, das geht alles sehr schnell und vor allem ahnt er da schon, dass da was nicht funktioniert. Das ist der Grund, warum er auch anfängt, alles zu dokumentieren und heimlich aufzunehmen. Also der weiß schon, dass da irgendwas passieren wird, aber es ist so, dass sie so weit gehen werden und dann irgendwelche versteckten Kameras in seine Wohnung installieren werden, so weit denkt er nicht. Aber er ist schon misstrauisch. Also er wird misstrauisch. Im toten Winkel, das ist ja eigentlich die Stelle, die man nicht mehr sieht, wenn man im Auto fährt und in den Rückspiegel guckt. Also quasi jemand, der sehr nah dran ist, aber noch nicht nah genug, um in Wirklichkeit gesehen zu werden. Was passiert hier in deinem toten Winkel? Naja, das ist natürlich, der tote Winkel ist natürlich der Ort, wo das Verdrängte da ist. Das irgendwie dort, Geschichte, was passiert, die Grausamkeiten sich befinden und verdrängt wird. Und der Film sagt eigentlich, dass dieser tote Winkel Geister gebiert, die sich verselbstständigen. Und solange Leute bedrängen, in diesem Falle die Kleine bedrängen, bis sie beim Namen genannt werden, bis sie gesehen werden. Ja. Und Malek ist eines dieser Geister, ist also tatsächlich ein Geisterwesen? Also Malek ist natürlich so ein Zwischending. Sie ist auch auf eine Art und Weise, es geht ja auch viel um Medien, verschiedene Medien, die auch versuchen, diesen toten Winkel zu dokumentieren. Und Malek dient ja auch als Medium. Sie ist in der Art, wie sie ist, ist eine Mischung. Auf der einen Seite könnte man denken, sie hat übersinnliche Kräfte, dass sie einfach vieles mitbekommt. Gleichzeitig kann man denken, dass sie natürlich genauso, sie ist traumatisiert von den Aufnahmen auf dem Handy ihres Vaters, was sich immer anschaut. Das sind die Folgen von beiden. Das habe ich offen gelassen. Das ist, beide Möglichkeiten sind vorhanden. Dass dieser junge Mann, der sie verfolgt, der sie bedrängt, im Grunde dazu zwingt, einfach, dass sie den Namen sagt, dass er sichtbar wird. Und deswegen ist Malek so eine Zwischenfigur, also irgendwas zwischen Medium, also traumatisiert und aber auch irgendwas so Übersinnlichem. Für mich war der tote Winkel auch etwas, um deutlich zu machen, dass insgesamt die kurdische Geschichte nicht gesehen wird, diese Mütter nicht gesehen werden, das Dorf am Ende der Straße nicht gesehen wird, weil es politisch aktuell weder eine Bedrohung darstellt, noch eine bedeutende Funktion hat. Stimmt. diese Malek-Figur ist ja sehr vielschichtig. Also sie hat natürlich übersinnliche Kräfte. Sie kann plötzlich Dinge wissen, sie weiß Dinge, die sie eigentlich nicht wissen kann. Sie verunsichert Leute. Und selbst ist sie eigentlich fast unemotional. Also sie ist sehr, also das letzte Bild, wo sie quasi provokativ vor der offenen Überwachungskamera am Eingang dieses Hotels, ist es wahrscheinlich, steht, zeigt das ja, dass sie sozusagen sich selbst auch für unverwundbar hält oder als unverwundbar dargestellt wird. Braucht es so eine Figur eigentlich? Also es gibt verschiedene Lesarten. Also man kann natürlich auch das letzte Bild so auffassen, dass sie einfach zu den Zuschauern guckt und sagt, das ist, was passiert und das liegt jetzt in euren Händen, wie ihr damit umgeht. So kann man es auch lesen. Und bei Malek war mir wichtig, dass natürlich dieses Übersinnliche vorhanden ist, aber gleichzeitig ist sie wirklich, dass sie
von diesen Bildern auf dem Handy ihres Vaters so traumatisiert ist. Und dass sie die Geschichte am Ende beim Essen erzählt und sagt, diese, was vorgefallen ist, dieses grausame Geschichte von dieser Mutter und so. Das ist auch, kann man auch so erklären, dass Melek war das Lieblingskind von dem Opa, der ja beim Jitem eine wichtige Rolle gespielt hat. Und man kann davon ausgehen, dass der Opa das jemand erzählt hat und sie es mitgehört hat. Das ist etwas, was sie mitbekommen hat, was in ihr steckt und sie kann es selber nicht fassen. Ist es das, was ich gesehen, was sie gehört hat, oder ist es wirklich etwas, was einfach in der Atmosphäre da ist und bei ihr irgendwie landet, weil sie als Medium dient? Ja, das ist auch eine Frage, die sich mir gestellt hat. Ist der Opa tatsächlich der Entführer des verschollenen Sohnes der Mutter in dem kurdischen Dorf gewesen? Also ich wollte es nicht, weil wenn es so wäre, wäre es ein Einzelfall, das wollte ich nicht, das sind ja verschiedene Leute, es ist einfach ein weiteres Beispiel von diesen Fällen. Das war mir wichtig, dass es nicht der Sohn ist, dass es eine Verbindung gibt, weil sonst, dass es eben mehrere Barans gibt, mehrere Geschichten dieser Art. Was ganz interessant ist diese Symbolhaltigkeit des toten Vogels oder überhaupt der Vögel. Gibt es da irgendwie eine mythische, in der türkischen Mythologie eine Entsprechung oder wo kommt das her? Das gibt es nicht und für mich war es eigentlich, ich wollte es gar nicht so symbolträchtig auch haben. Ich habe auch darin eine Gefahr gesehen. Also eigentlich war für mich wichtig, dass dieser Mann, um diesen Mann zu charakterisieren, zu Hause ist dieser Vogel, der Kanarienvogel, das, was er so im Käfig hat, unter Kontrolle hat, das liebt er, aber das, was frei sich bewegt, damit hat er Probleme. Und das war so ein bisschen, um nochmal diesen Charakter Safa, der sehr komplex ist und sehr, sehr schwierig ist, nochmal darzustellen. Und das war dann irgendwie auch ganz schön, dann, dass das weiterläuft, dass dieser Vogel einfach kein Ende findet, dass das Mädchen nochmal diesen Vogel holt und so weiter. Also es war auch praktisch, er hätte jetzt keine Katze töten können oder so. Also es war einfach auch wirklich, es hat auch wirklich praktische Gründe und es ist gar nicht so symbolisch aufgeladen, wie es erscheint. Aber sonst in der türkischen kurdischen Kultur gibt es, also ist der Vogel halt wie weltweit als Freiheit symbolisiert. Am Ende des ersten Aktes, über die Aktestruktur sprechen wir vielleicht später noch, stirbt die Figur, die wir eigentlich die ganze Zeit als Hauptfigur identifiziert hatten. Und am Ende des dritten Aktes erfahren wir, warum sie stirbt. Das ist schon sehr gewagt, das so weit auseinanderzuziehen und quasi dem Zuschauer die Erklärung erstmal vorzuenthalten. Also für mich war ganz wichtig, dass natürlich, dass man erstmal mit Simone und Christian mit dem westlichen Blick in diese Region eingeführt wird, in die Thematik eingeführt wird. Und der Tod von Simone macht gleich klar, was für eine Gefahr in dieser Region herrscht und wie sehr sie es unterschätzt hat. Und das unterstützt einfach diese unheimliche, bedrohliche Atmosphäre, die wichtig, was wichtig war, diese Atmosphäre abzubilden. Und es war natürlich, weil es ist natürlich wie eine Ohrfeige, damit rechnet man nicht, aber gleichzeitig weiß man, okay, das ist etwas, eine Region, eine Thematik, die scheint eine viel größere Gefahr in sich zu bergen, als man sich das vorgestellt hat. Überhaupt gibt es sehr viele Anspielungen, die sehr viel mehr erzeugen, als wenn man es deutlich gezeigt hätte. Zum Beispiel, dass der eine staatsbedienstete Polizist, was immer er ist, die Unterhose stiehlt, während er die Kameras einbaut. Das ist ein unglaublicher Übergriff ins Intime und wird quasi stellvertretend für all die intimen Aufnahmen, die diese Kameras eben auch aufzeichnen, quasi fast bedrohlich. Ja, war das so geplant? Ja, das war geplant. Nochmal, auch da war natürlich, der Film ist ja so aufgebaut, 6 Tage aus 3 Perspektiven erzählt. Und dann waren natürlich bestimmte Verknüpfungspunkte zu schaffen. Und die rote Unterhose ist natürlich ein Verknüpfungspunkt. Und auch nochmal, mit jedem Akt erfährt man ja die Vielschichtigkeit des Themas und der Figuren, wie sie zueinander stehen. Und auch, dass dieser Freund, der als Freund, Kollege sich dargibt, also das Intimste, ne, die Unterhose klaut und Safa ahnt nichts davon. Das sind so Sachen, die natürlich im Schreiben, im Prozess des Schreibens so entstehen, die auch eine Funktion auch haben in der Form, dass sie einfach verbinden,
zeitliche Verbindung schaffen, gleichzeitig aber den Charakter unterstützen. Und dass Malek die Telefone zerstört, das Telefon ist, glaube ich, das Medium der Überwachung schlechthin. Telefonüberwachung gibt es wahrscheinlich überall und immer. Und auch da, und sie zerstört diese Telefone, obwohl sie doch weiß, dass die Überwachung ganz woanders stattfindet. Ja, bei Malek ist auf der anderen Seite, hat sie auch was sehr Kindliches. Sie ist ja noch ein Kind, die ist so irgendwie diese Mischung aus diesem sehr Kindlichen. Und das ist ja auch das Besondere an dem Mädchen natürlich auch gewesen. Die hatte was so ein sehr süßes Gesicht, was Kindliches. Und gleichzeitig hat sie so einen Blick, so einen stirnen, so einen Blick, der einfach so weise wirkt. Und das ist die Mischung, fand ich ganz spannend bei ihr. Dieses, manchmal blickt sie so, als würde sie alles wissen. Und dann wiederum hat sie was sehr Verspieltes. Und das ist, trotz alledem ist sie dann, irgendwie bleibt sie doch trotzdem auch ein Kind. So. Das war auch wichtig, dass man das, diese Momente zeigt, wo sie was Kindliches auch hat. Und man hat aber nicht das Gefühl, dass aus ihr jemals eine Erwachsene werden könnte. Warum nicht? Weil am Schluss steht sie da in ihrer ganzen Kindlichkeit. Im Film heißt es, das Trauma kennt keine Gegenwart, es speist sich aus der Vergangenheit. Glaubst du, dass das gesamte kurdische Volk traumatisiert ist? Ja, ich glaube, es sind viele Nationen traumatisiert. Also ich glaube, ja, also das sicherlich spielt das eine große Rolle. Und es gab auch nie eine Zeit, wo bestimmte Traumata auch verarbeitet worden sind. Ja, ich denke, dass sicherlich große Teile der Bevölkerung traumatisiert sind, ja. Es ist dieser Satz, ich habe nichts gegen Kurden, aber viele andere Leute haben etwas gegen Kurden. Der fällt immer dann, wenn Leute sich so verhalten, als hätten sie etwas gegen Kurden und bestätigt im Prinzip genau das Gegenteil dieser Aussage. Das ist die moderne Türkei. Ja, also das ist natürlich eine Form von Rassismus, die man überall auch in verschiedenen anderen Modellen auch zu sehen bekommt. Natürlich dieses, ich habe eigentlich normalerweise nichts gegen dich, aber die anderen haben was, dass man die Schuld auf die anderen schiebt. Aber es ist natürlich, der Film versucht eine Atmosphäre darzustellen. Der Film repräsentiert nicht die politische Lage der Türkei, das will ich auch nochmal festhalten. Das ist nur eine Tendenz, was da ist, was vorherrscht, diese Atmosphäre, dieses System, was einfach versucht, Sachen zu kontrollieren und wie das System sich selbst auflöst. Das war mir wichtig. Also es sind viele Sachen auch natürlich in diesem Genre erzählt, auch verschärft dargestellt worden. Das ist auch nicht mein Ansatz, weil letztendlich muss man auch sagen, was hat es mit mir als Deutsche zu tun? Das heißt, ich bin ja hier groß geworden, ich sehe mich als Deutsche und ich bin mit einer Erinnerungskultur auch groß geworden. Ich glaube, dass ich so einen Film überhaupt gemacht habe, hat auch damit zu tun, dass ich einfach in der Schule und so weiter, was das Dritte Reich anbelangt, dass ich mit so einer starken Erinnerungskultur groß geworden bin und auch gelernt habe, was es bedeutet, wie man mit Traumata umgeht, kollektiven Traumata umgeht, Täterseite umgeht und so weiter. Und das war sicherlich dann ein Interesse. Also das heißt, letztendlich ist es in der Türkei ist es dann gerade so ein bisschen offensichtlicher, aber ich denke, das sind Probleme, die viele Nationalstaaten auch in sich tragen. Kommen wir mal auf die Struktur zurück. War das von Anfang an klar für dich, dass du das in drei verschiedenen Perspektiven erzählen musst, dass du sozusagen Zeitsprünge drin hast, die auch natürlich eine Rezeption erschweren? Oder ist das innerhalb der Arbeit an dem Stoff entstanden? Also die Struktur hat sich so ergeben, dass ich am Anfang dachte, ich mache so einen Found-Footage-Film. Found-Footage ist so ein Genre des Horrorfilms. Das ist, das behauptet, irgendwas zu finden wie ein Handy und da sind Aufnahmen drin. Das ist so, das spielt damit, dass es so real ist, dokumentarisch ist. Und dadurch hat sich die Struktur ergeben, dass man sagt, welche Medien hat man dann, die eben dokumentieren, die aufnehmen. Und also dadurch hat sich diese Struktur, im ersten Teil ist es die EB-Kamera des deutschen Teams, im zweiten Teil ist es die Handyaufnahmen von dem Safer und im dritten Teil die Überwachungskameras. Und so hat sich die Struktur ergeben und dass da so Lücken sind, dass da
bestimmte Sachen wiederholt werden. Das hat auch was damit zu tun, dass es ist mir dann später erst bewusst geworden, dass die Struktur des Filmes eigentlich auch der Wahrnehmung eines Traumatisierten ähnelt. Dass es eben mit Lücken arbeitet, mit Wiederholung arbeitet, das, was das Wesentliche drumherum redet und so weiter. Das ist im Grunde auch so ein bisschen dieses Gefühl, das, was traumatisiert haben, spürbar zu machen. Es gibt da nicht nur eben diese unterschiedlichen Bildlichkeiten, also vom reinen klaren Kamerabild bis hin zu sehr schnell verwackelten Handybildern, sondern es gibt auch unglaublich beeindruckende Landschaftsaufnahmen, die dann kontrastiert werden durch eben eine große Armut, die da herrscht. Diese Kontrastierung, war die dir von Anfang an klar? Ja, also es waren diese Landschaftsaufnahmen, das waren vor allem die Aufnahmen von einem Christian. Und für mich war vor allem wichtig diese Medien. Ich meine, wir kennen diese ganzen Handyaufnahmen oder Überwachungskameras. Die haben ja auch von sich aus eine Atmosphäre des Unheimlichen. Und weil natürlich, wenn man Handyaufnahmen zeigt, im Fernsehen, in den Tagesschauen und so, ist immer klar, dass immer was Schlimmes passiert ist, von den ganzen Attacken von Terroristen und so weiter, was man immer mitbekommen hat von diesen Bildern. Das heißt, wir sind mit einer bestimmten Bildästhetik groß geworden, die von vornherein einfach eine Unheimlichkeit in sich birgen. Auch die Überwachungskameras, das heißt, wenn man eine Aufnahme von einer Überwachungskamera zeigt, dann ist ganz klar, da wird was Schlimmes passieren. So. Und, aber gleichzeitig sehen einige Leute in dieser Ästhetik oder in dieser Form eine Form von Sicherheit, weil sie sozusagen das schützt, also es Kontrolle ist. Und diese Zwieambivalenz dieser Medien, das war ganz wichtig, also von vornherein ganz wichtig, dass man nochmal das auch nutzt natürlich, weil dass diese Bilder, die eigentlich so unterfüttert sind, die benutzt, um das nochmal zu brechen. Und der Großteil der Bilder von Überwachungskameras ist unglaublich langweilig, weil gar nichts passiert. Und auch hier sind viele Bilder der Überwachungskamera einfach da und passiert gar nichts. Um zu zeigen, es wird immer überwacht, egal ob was passiert oder nicht. Ja, dieses sehr alltägliche, nichts passierende neben dem, was natürlich dann bis zum Tod führt. Das ist so ganz nah beieinander. In deinen früheren Filmen hast du sehr oft migrantische, postmigrantische Themen verarbeitet. Das ist jetzt ein Film, der zu 100% in der Türkei spielt. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so ganz einfach war, Drehgenehmigungen zu kriegen mit einem Stoff, der vielen nicht gefallen wird. Wie ist das gelaufen? Ja, also wir hatten Glück gehabt, dass wir zur Pandemiezeit gedreht haben. Dadurch waren die froh. Also wir haben gedreht im Nordosten der Türkei in Kars, das ist an der Grenze zu Armenien und Georgien. Und es ist eigentlich wollte ich den Film in Diyarbakır drehen. Das ist eine sehr kurdische politische Stadt. Und mir war klar, eigentlich ich kann ihn nicht dort drehen. Das wäre nicht möglich. Also sind wir nach Kars gefahren. Kars ist halt eher so eine eher unpolitische Stadt. In der Türkei sagt man auch, das ist das Ende der Welt. Also es ist so ein bisschen abseits, isoliert. Also dadurch hatten wir so eine Form von Schutz. Und dann kam hinzu, dass wir haben 2021 gedreht, das war zu Pandemiezeiten. Und die hatten da so einen Lockdown auch. Und die waren dann froh, dass wir mit dem großen Team gekommen sind und Hotels und alles mögliche Autos geliehen haben. Und das hat uns so ein bisschen geholfen, da möglich zu machen, dass wir eine Drehgenehmigung bekommt. In der Folge dann auf den Festivals in der Türkei hat der Film sehr gut reüssiert, viele Preise bekommen. Wie ist die offizielle Reaktion? Gibt es die überhaupt? Und wie ist er in den Kinos gelaufen? Also die Reaktion war erstaunlich gut. Als wir letztes Jahr hatten wir Premiere, Weltpremiere auf der Berlinale und davor war es schon eine große Anspannung, wie wird jetzt ankommen und wie werden die Reaktionen sein. Und das verlief ohne Probleme und auch diese Festivals in der Türkei verliefen und jetzt Kinostart zum Glück, muss man sagen, gab es keine Probleme bisher. Und das hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass der Film sehr historisch gelesen wird.
weil der verhandelt ja Jitem. Jitem war in den 90er Jahren, das war eben zu einer Zeit, wo Erdogan nicht an der Macht war. Und wobei man auch sagen kann, es kann sein, dass es in den ersten 3 Jahren Verfahren kommt, das weiß man nicht. Aber bisher ist zum Glück noch nichts passiert. Du bist ja eine der bedeutendsten Vertreterinnen des deutsch-türkischen Kinos Ende der 90er Jahre. Damals gab es tatsächlich eine große Zahl von türkischstämmigen Regisseuren, Fatih Akin, Kutluk Ataman, Thomas Arslan, Yüksel Yavuz, ich spreche die alle falsch aus, egal. Ja, danke. Wie blickst du heute auf diese Zeit zurück? Ach, ich blicke so, dass ich sage, das ist, war so eine als historische Bewegung. Also es war Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre und in der Zeit, weiß ich noch, waren wir, die genannten Namen, alle oft mal auf so Panels eingeladen, wo wir alle gesagt haben, wir finden das ganz blöd, wir sind nicht das deutsch-türkische Kino, das sind wir nicht, wir sind alle total verschieden und so, was ja auch stimmt. Aber mittlerweile ist so jetzt mit Abstand von 20 Jahren, denkt man, das ist eigentlich gut, das war eine Bewegung, die wichtig war und ist historisch betrachtet auch, ist es jetzt, sind wir alle damit einverstanden, denke ich. Also damals hat man jedenfalls einem festgefahrenen deutschen Kino die authentischen, wahren Geschichten, die neuen Formen entgegengehalten. Würdest du sagen, das deutsche Kino hat tatsächlich profitiert davon? Ja, davon gehe ich fest aus. Und ich glaube auch, dass das deutsch-türkische Kino war in dem Sinne auch wichtig, natürlich, dass man einfach noch mehr andere Stimmen, andere Geschichten zu sehen bekommen hat und versucht hat, auch einfach andere Bilder zu produzieren, als die, die dann über einen selbst gemacht worden sind, über eben Deutsch-Türken, Deutsch-Kurden. Ja, das war so ein Befreiungsschlag, könnte ich es schon beschreiben, ja. Da der Kollege Urs Spöri heute nicht da ist, stelle ich die Frage, nach der unsere Reihe ja benannt ist, was tut sich im deutschen Film? Was glaubst du, wo liegen Probleme, wo liegen Chancen? Ja, also dadurch, dass ich in der BKM-Jury sitze, lese ich jetzt seit letztem Jahr lese ich sehr viele Drehbücher und ich finde, das deutsche Kino könnte sich viel mehr Genre zutrauen und mehr Genre machen, vielleicht insgesamt mutiger und radikaler werden, was auch Inhalte und Ästhetik anbelangt. Aber ich sehe auch, dass da gerade einiges passiert, was mich sehr freut. Du hast mir vorhin erzählt, dass mich sehr gefreut hat, dass du als nächstes Projekt einen Film nach einem Roman von Robert Walser inszenierst, der Gehülfe. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Glück und Ihnen gebe ich die Chance, jetzt Ihre Fragen an Aschepolla zu stellen. Also nochmal, ich hätte eine kurze inhaltliche Frage zum Film. Und zwar wurde ja jetzt besonders im Film ziemlich direkt die Jitem benannt, worüber sich auch der Film gehandelt hat. Und dementsprechend wollte ich fragen, ob jetzt die Personen, die in dem Fall Zafer und Hassan hießen, auch bewusst so gewählt wurden, weil es ja während der 90er Jahre auch den sogenannten Susurluk-Skandal gab. Stichworte in dem Fall wären jetzt Ahmet Cem Ersever und eben Mahmut Yildirim, der ja auch Yeşil hieß, was ja auch im Film thematisiert wurde. Da wollte ich fragen, ob das quasi bewusst so gewählt wurde und ob es quasi diese Parallele darstellen sollte. Danke. Ja, ich habe natürlich, als ich dann angefangen zu schreiben, sehr viel über Jitem auch gelesen und es gibt ja sehr viel Material, es gibt viele Bücher, es gibt viele auf YouTube Interviews von Leuten, die eben ausgestiegen sind, die da erzählt haben und da habe ich vieles natürlich übernommen, so realistisch wie möglich. Ich habe auch dem Schauspiel auch einiges gezeigt und wir haben uns einfach auch Videos angeguckt und wie sie sich bewegen, wie sie reden und so. Und ja, ich glaube, wir sind viele gekommen, die gesagt haben, es sind auch viele in der Türkei nach den Vorführungen gekommen, die irgendwie auch das Jitem auch erlebt haben und gesagt haben, dass es sehr authentisch gewesen ist. Dankeschön. Ich hätte direkt eine Anschlussfrage, also ich hätte direkt auch noch eine Frage. Ich fand den Anfang ziemlich spannend und ich habe mich gefragt, wie ihr das umgesetzt habt. Das ist ja wirklich so, also wirkte sehr dokumentarisch, gleichzeitig irgendwie gemischt mit Fiction. Wie habt ihr das umgesetzt? Ist das eine wirkliche, also es war bestimmt eine tatsächliche Geschichte und die Frau am Anfang hat wahrscheinlich auch ihre authentische Geschichte erzählt, die
Nein? Ach, okay. Okay, also es war ganz fiktional. Ja, es war alles, also das, wir waren sehr bemüht, so dokumentarisch wie möglich auszusehen, aber es ist alles inszeniert. Das heißt, die Frau, die Tudan Ülper, die haben wir in einem Dorf entdeckt. Also ich hatte zwei Caster und die sind so von Dorf zu Dorf gegangen, haben es Aufnahmen gemacht und die fand ich auf Anhieb sympathisch und die hat Text bekommen und den Text hat sie mit der Schwiegertochter gelernt. Sie hatte aber schon Leute in der Familie, sie hatte eine große Familie, wo solche Vorfälle es gegeben hat in den 90er Jahren. Aber die ganze Geschichte ist alles fiktiv, ja. Dann, wie war das mit der Darstellerin, der Melek? Wie hat das geklappt? Also ich fand das ja schon sehr interessant, also so ein schweres Thema für so ein Kind. Das fand ich... Ja, also sie hat nichts von dem Drehbuch gewusst. Also sie wusste, dass sie was spielt, also dass sie dann, also wir haben sehr spielerisch mit ihr gearbeitet, sie wusste nicht, wovon der Film handelt. Und dann hat sie auch nicht Text gelernt. Ich habe immer den Text, während die Kamera lief, vorgesprochen und sie hat es nachgesprochen. Und die kritischen Szenen mit dem Vogel, dem toten Vogel und den toten Eltern, das haben wir immer ganz spielerisch hier gezeigt, dass es eben nicht, dass es Pappmaché ist, dass es nicht ein Vogel, echter Vogel ist und dass die Eltern nicht tot sind und so. Also ich hatte Coach, ich hatte auch eine psychologische Beratung und die Mutter war auch anwesend und ich kann nur sagen, sie will weiterhin Schauspielerin werden. Es hat ihr so gut gefallen und sie war sehr gut aufgehoben und hat letztendlich auch den Film noch nicht ganz gesehen, sondern nur Teile von dem Film gesehen. Wie alt ist sie im wirklichen Leben? Also als wir den Film gedreht haben, war sie 5,5 und jetzt sie fast 8. Ich glaube, ich bin an der Reihe. Genau, ich hatte so eine Frage. Also ich fand das Beeindruckendste an dem Film, fand ich, wie mit Blicken gearbeitet worden ist und wie diese eigentlich die ganze Zeit konstruiert und dekonstruiert worden sind. Und da habe ich mich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt, was hat eigentlich dieser westliche oder koloniale Blick damit zu tun und wie sie damit umgegangen sind. Weil ich glaube, also vom Gefühl her, wenn ich auch so Filme gucke, die sich mit Kurdistan oder Kurden beschäftigen, habe ich immer so ein bisschen Angst, dass das verkitscht wird beispielsweise. Und ich glaube, das ist eine super schwierige Trennlinie damit, wenn man eben so Filme macht über und mit Subalternen, dass da irgendwie so dieser koloniale Blick ja irgendwie auch so hinterfragt wird beispielsweise. Und da wollte ich fragen, wie Sie damit umgegangen sind. Naja, Simone steht ja natürlich, hat ja so einen postkolonialen Touch in der Art und Weise, wie sie an die Sache rangeht und auch diese Haltung zu sagen, dieser Bäuerin irgendwie ihren komplexen, intellektuellen, konstruktiven etwas zu erzählen, dieses wir sind gleich und die sind nicht gleich, das ist ja schon so ein sehr merkwürdige Herangehensweise auch, ne? dass sie dahin kommt, auch denkt, zu unterschätzen, auch wie die Lage ist, eigentlich wie komplex das Ganze ist. Und also sie symbolisiert eigentlich diese Herangehensweise, dass man einfach dahin kommt, auch wenn sie es wirklich auch nicht böse, also sie will ja auch was Gutes tun, aber in diesem Guten ist da einfach immer sehr stark dieses Besserwisseres zu unterschätzen und so weiter. Das spielt natürlich eine große Rolle, wie Sie auch festgestellt haben. Weitere Fragen noch? Da oben links. Ja, also danke erstmal für den sehr schönen, interessanten Film. Und ich habe in erster Linie eigentlich einen Thriller gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich würde interessieren, ob Sie irgendwie da Vorbilder haben oder so ein paar nennen könnten vielleicht. Ja, ja, ich meine, das finde ich auch ganz schön. Es war ja auch, ist ja auch immer so am Ende des Tages, es ist ja auch trotzdem ein Film. Ja. So. Und der muss auch unterhalten, der muss auch dranbleiben. Das war mir auch wichtig. Also schöner Film, der mich sehr inspiriert hat, war Caché von Michael Haneke, der im Grunde auch ein ähnliches Thema hat, kollektives Trauma und dann in dieser Form aufzählt und genau, ja.
ja, jetzt ad hoc. Ich hatte mal so eine Liste, ich habe immer so eine Liste, wenn ich Filme drehe, Filme, so, die mich inspiriert haben, die wichtig waren. Da waren auch, Shining war natürlich auch wichtig. Natürlich mit das hat halt auch so was, Bedrohliches, so Psychobedrohliches. Genau, ja. Ja, also der Hauptdarsteller fühlt sich ja verfolgt. Also da, mir fallen jetzt nicht die ganzen Filme ein, aber es hat schon sehr was Amerikanisches auch. Also irgendwie so ein bisschen was mit Überwachung und ja, also das fand ich sehr stark, muss ich sagen. Ja, danke, danke. Ja, ich habe normalerweise immer so eine Liste von Filmen, die ich dann so an Head-Offs gebe, Kamera, Szenenbild, Schauspieler, dass man guckt und zusammen redet. Aber jetzt habe ich leider bis auf Kashi und Shining nicht, da waren noch 6 weitere Filme drauf, aber die waren sehr unterschiedlich, aber das ist... Ja, das ist wahr, ja, das ist, ja, French Connection. Ja. Genau. Ja. Genau, vor allem Conversation. Koppeler. Noch weitere Fragen? Ein Moment, kommt das Mikrofon. Ein Moment. In der heutigen Türkei, wie wird die kurdische Kultur weitergeführt? Gibt es überhaupt zum Beispiel die kurdische Sprache? Wird im Osten der Türkei, in den kurdischen Gebieten weitergelehrt? Und Sie persönlich, sprechen Sie auch Kurdisch? Das würde mich interessieren. Also ich verstehe viel, spreche auch ein bisschen Kurdisch, aber verstehe viel. Also die kurdische Sprache ist nicht verboten, die wird gesprochen. Es gibt auch kurdisches Fernsehen vom türkischen Sender, also vom türkischen Staat initiiert, damit sie es besser kontrollieren. Aber trotzdem ist es so natürlich, dass in diesen kurdischen Regionen wird kurdisch gesprochen, auch im Westen kann kurdisch gesprochen werden. Aber trotzdem ist es so, dass die Leute, wenn sie in einem Bus kurdisch sprechen, dass sie schief angeguckt werden können. Dieses Sprache, das zu sprechen, ist gleich eine politische Haltung. Auch wenn ich sage, ich habe kurdische Wurzeln, ist manchmal schon eine politische Haltung. Also es ist schon, also letztendlich gesetzlich ist es nicht verboten, aber es gibt immer wieder Fälle, auch wo Leute dann zusammengeschlagen worden sind, weil sie kurdisch gesprochen haben. Also es ist so, so ist die Lage. Und dann gab es sehr viele kurdische Sender, die Fernsehen, also auch von den Kurden organisiert, die wurden alle verboten. Das heißt, also wenn, dann gibt es jetzt diese türkischen, also vom TRT gibt es immer ein paar Stunden am Tag kurdisches Fernsehen vom Staat organisiert, und viele kurdische Aktivisten boykottieren das auch und sagen, dass da wollen wir nicht auftreten, das unterstützen wir nicht, weil sie natürlich das selektieren. Zum Beispiel in Diyarbakir, in der größten kurdischen Stadt, ist Kurdisch die erste Sprache oder ist es die türkische Sprache, die erste Sprache, die gelehrt wird? Die türkische Sprache natürlich. Ja, ja. Und du sprichst auch wesentlich besser Türkisch als Kurdisch. Also es ist oft so, dass die Leute, die in den Dörfern groß geworden sind, auch Kurdisch gesprochen haben, weil es nicht kontrolliert worden ist. Aber ich bin in der mittelgroßen Stadt groß geworden. Da haben meine Eltern sich gar nicht getraut, Kurdisch zu sprechen. Das heißt, sie haben Türkisch gesprochen. Und deswegen spreche ich auch nicht so gut Kurdisch wie andere Kollegen, die im Dorf groß geworden sind. Da waren sie einfach freier, es war dann möglich. Sie erwähnten Robert Walser. Was interessiert Sie an Robert Walser? Ich habe den erwähnt. Ja, ja, gut, aber scheint ja ein Projekt zu sein. Ja, das, ich finde, weil er in seinen Büchern auch sehr, sehr hochmoderne Themen wie Genderfluidität, Klassismus und so angesprochen hat. Und obwohl er irgendwie das Buch jetzt, was ich für 120 Jahre alt ist, ist es aber immer noch sehr aktuell. Das finde ich immer ganz schön, wenn man so historischen Büchern, Geschichten normal sieht, wie modern sie waren, oder beziehungsweise sieht, dass sie im Grunde Sachen wiederholen oder man gar nicht so weitergekommen ist, wie man dachte. Okay, danke.
Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Restsonntag. Kommen Sie gut nach Hause. Behalten Sie uns in guter Erinnerung. Im nächsten Monat wird es wieder einen Film geben unter dem Titel Was tut sich im deutschen Film? Ich danke Ihnen und danke an Aysche Pollard. Danke Ihnen fürs Kommen.